Mein Name ist Christine Lorenz-Lossin. Ich leite zusammen mit Simone Israel das Projekt Zukunft der Dörfer der Universität Vechta, das heute hier in Goldenstedt seinen Auftakt begehen konnte, in ganz offizieller großer Runde mit über 100 Besuchern aus dem ganzen Oldenburg-Münsterland. Das Projekt Zukunft der Dörfer will einen Diskussionsraum schaffen für Zukunftsthemen, die an der Universität genauso Thema wissenschaftlicher Studien sind, wie sie in den Dörfern Teil des öffentlichen Diskurses sind. Und wir wollen einfach beide Ebenen miteinander vernetzen und ganz viele Leute miteinander ins Gespräch bringen. Das Land versorgt die ständig wachsenden Städte längst nicht mehr nur mit Nahrung oder auch mit Energie, Strom und so weiter. Ich gucke da hinten auf den Windrad, was ich immer will. Vielmehr ist die Provinz auch Hinterland für eine Infrastruktur geworden, die Großbauten erfordert. Logistikhallen zum Beispiel. Ich will Ihnen zunächst den Begriff der Dorfmoderation nahelegen, was sich dahinter verbirgt. Es ist ja eine Funktion, die ist nicht gewählt wie der Bürgermeister oder der Ortsrat, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung von den Menschen, die sich zum Dorfmoderator oder zur Dorfmoderatorin qualifizieren lassen wollen. Ich werde dann auf die Qualifizierung eingehen, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht hat ja auch von Ihnen der eine oder andere Lust, sich da qualifizieren zu lassen. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung, auch ganz neuer Technologien, auch anderer individuellerer Lebensweisen, stellen sich ja viele Fragen neu, auch die Fragen nach Dorfgemeinschaft, nach dem, wie man sich sozial aufstellt, im Alter aufstellt, was ist mit der Jugend, was ist mit den Schulen in diesem kleinen Städten und Gemeinden, wohin wollen wir eigentlich gehen? Und diese Fragen so ein bisschen aus der Vergangenheit über die Gegenwart und die Zukunft zu behandeln, mit Ihnen allen zu besprechen, mit den Menschen in der Region, ist das Ziel von diesem Projekt.